Ja, hallo, schön. Ich freue mich, dass du wieder da bist und möchte auch heute wieder von Gott reden, möchte von Jesus Christus reden und der Bibel. Allerdings heute mal in einer etwas anderen Richtung, einen etwas anderen Schwerpunkt. Und zwar geht es mir darum, heute mich zu distanzieren. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, wovon will er sich distanzieren? Also keine Angst, ich distanziere mich weder von Gott noch von seinem Sohn Jesus Christus noch von der Bibel, noch von der Tatsache, dass ich daran glaube, sondern ich möchte mich heute distanzieren, ganz klar, von all den Sekten, von Sondergemeinschaften, möchte mich von solchen Gruppen distanzieren, die die Bibel zwar stehen lassen, aber neben der Bibel noch andere Bücher als gleichrangig beachten oder betrachten, von Sondergemeinschaften, von Gruppen mit Sonderlehren. Was auch immer das im Einzelnen alles sein mag, sei dahingestellt, möchte ich mich ganz klar distanzieren. Mir geht es um das klare, um das reine Evangelium. Mir geht es um das, was in der Bibel steht. Mir geht es nicht um Gewinn. Mir geht es nicht darum, mich irgendwie zu verteidigen oder in rechtes Licht zu rücken oder irgendwie toll dazustehen, sondern mir geht es wirklich darum, die Bibel zu verkündigen, nicht auf mich blicken zu lassen, sondern einfach den Blick auf Jesus Christus zu richten. Und nicht auf eine Lehre, auf eine Gemeinschaft, auf eine Kirche oder eine Gemeinde oder sonst irgendwas. Und will dazu einfach auch mal etwas aus dem Wort Gottes lesen. Und zwar aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Galater, den der Paulus geschrieben hat. Und dieser Brief ist gerichtet an Judenchristen, also an Menschen jüdischen Glaubens im Ursprung, die Christen geworden sind, die aber in der Gefahr standen oder ja, vielleicht schon einen Schritt weiter gegangen sind, und zwar wieder in die jüdische Gesetzlichkeit zurückzuverfallen. Und die einfach auch Irrlehrern letzten Endes auf den Leim gegangen sind. Und das schreibt der Paulus im ersten Kapitel dieses Galaterbriefes, ab dem Vers 6. Ich wundere mich, schreibt der Paulus, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, das ist Gott, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich jetzt auch wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ja, das sind deutliche Worte. Ich sage es nochmal aus dem Brief an die Galater, im ersten Kapitel, die Verse 6 bis 10. Deutliche Worte, die der Paulus hier findet. Er sagt, es gibt kein anderes Evangelium als das, was er vermittelt hat. Und es geht aber nicht um den Paulus. Es geht nicht darum, dass er sich was ausgedacht hätte oder vermittelt hätte. Nein, der Geist Gottes sprach durch den Paulus, so wie der Geist Gottes durch seine Worte auch heute zu uns reden. Es geht nicht um diesen Mann. Paulus war ein Sünder, wie wir auch. Er war zwar von Gott berufen, begnadigt, das Evangelium rauszutragen, aber es ging ihm, das wird uns aus den ganzen paulinischen Briefen wird uns das klar, es ging ihm immer um Gott. Er hat immer auf Gott, auf den Herrn Jesus Christus verwiesen, so auch hier. Und so sagt er, zweimal sagt er das, wer euch etwas anderes verkündigt als das klare Evangelium, als diese frohe Botschaft, als diese klare Botschaft, der sei verflucht. Und das ist ein sehr, sehr deutliches Wort. Und wenn die Bibel zweimal etwas gebraucht, zweimal hintereinander für dieselbe Sache spricht oder über dieselbe Sache warnt, ist das immer ein sehr, sehr deutliches Zeichen, so auch hier. Und der Paulus sagt dann auch nochmal, rede ich Menschen zuliebe. Das heißt, es geht ihm nicht darum, irgendwas Schönes zu verkündigen, was den Menschen gefällt, was den Menschen anspricht, sondern es geht ihm um Gott. Er will nicht Menschen gefallen, sondern er möchte Gott gefallen. Und er möchte Menschen für Gott erreichen mit dieser Botschaft, die letztendlich Gottes Botschaft ist. Und das ist das, was die Bibel möchte. Und das ist auch das, was mein Anliegen ist, die Bibel sprechen zu lassen. Und ich habe die Bibel, beziehungsweise ich habe den Autor der Bibel, das ist Gott. Und ich habe meinen Erlöser, und das ist Jesus Christus, erlebt. Und ich erlebe ihn immer wieder.
Ich darf zu ihm beten, ich darf mit ihm Gemeinschaft haben und möchte mich deswegen, ich komme darauf zurück, distanzieren von allen Gruppen. Und ich nenne hier wirklich einfach mal beim Namen die Zeugen Jehovas oder Siebenten-Tags-Adventisten oder Mormonen, was es alles geben mag, sonstige Sekten, irgendwelche, ja, keine Ahnung, mir fällt es gar nicht alles ein, was es noch alles geben mag. Ich denke, du weißt, was es alles noch gibt. Du weißt, was ich meine an Sekten, die Menschen werben mit einer Botschaft, die nicht dem Evangelium entspricht. Und es geht mir auch nicht um die Kirche. Ich werbe auch hier für keine Kirche, weder für eine katholische Kirche noch für eine evangelische Kirche. Es geht nicht um Institutionen, es geht nicht um Gruppen, sondern es geht ums Evangelium, es geht um die Botschaft, die reine, klare Botschaft, und die möchte ich verkündigen. Und deswegen sage ich auch ganz klar, ich gehöre zu keiner dieser Sekten. Ich nenne sie ausdrücklich Sekten. Sekten sind Gruppen, die Sonderlehren verkündigen, die vielleicht die Bibel stehen lassen, die aber nebenbei noch anderes verkündigen. Zum Beispiel das Sabbat halten. Wir als neutestamentliche Gemeinde haben es nicht nötig, den Sabbat zu halten. Wir brauchen keinen Sabbat zu halten. Wir müssen uns nicht knechten, um einen besonderen Feiertag zu halten, über das, worüber sich Jesus Christus freuen würde oder was ihn zurückhält, uns zu segnen oder auf diese Erde zurückzukommen, was er eines Tages tun wird. Das sind alles Dinge, die entbehren der Grundlage der Heiligen Schrift. Die stehen nicht in der Bibel. Oder dass, wie die katholische Kirche, Maria in den Mittelpunkt stellt oder Sakramente oder all diese Dinge oder all die Äußerlichkeiten, den Prunk, den Schmuck, den Reichtum, all diese Dinge. Das hat nichts mit dem Wort Gottes, mit dieser klaren Botschaft zu tun. Und leider ist es heutzutage so, dass die biblische Botschaft, wenn ich von der biblischen Botschaft rede, wenn ich vom Glauben rede, wenn ich von Gott rede, werde ich heutzutage schnell in eine kirchliche Ecke gedrängt. Bist evangelisch oder katholisch, wird es gesagt, oder gehörst du zu einer Sekte. Das ist das, was leider die Menschen kennen, und das tut mir leid. Und deswegen möchte ich wirklich hier aufrufen, dass du prüfst, was die Bibel selber sagt, dass du dich nicht von Irrlehren gefangen nehmen lässt. Die neuapostolische Kirche fällt mir da noch ein. Auch eine Sekte. Auch nicht in Ordnung. Alles das sind Gemeinschaften. Ich habe diese Menschen lieb. Mir geht es nicht darum, verstehe mich bitte richtig, mir geht es nicht darum, die Menschen abzulehnen. Ganz und gar nicht. Ich liebe diese Menschen, sie sind von Gott geschaffen. Sie sind von Gott geliebt. Die Gnade, die Vergebung gilt genauso auch allen Menschen, die in irgendwelchen Sekten sind oder die irgendwelchen Religionen verfallen sind. Und leider ist es so, dass immer wieder Menschen gefangen genommen werden. Das ist auch der Islam. Ich verabscheue keinen Moslem, ganz und gar nicht. Ich liebe auch diese Menschen, weil sie von Gott geschaffen sind. Und ich meine das ehrlich. Und auch diese Menschen, die dem Islam angehören, ihnen gilt genauso die Liebe Christi. Sie sind genauso geschaffen von Gott und geliebt. Aber sie sind leider auf dem Irrweg. Dass all diese Religionen oder all diese Sondergemeinschaften, diese Sonderlehren, das sind Dinge, die sich Menschen irgendwie erdacht haben, die sich Menschen ausgedacht haben, die Religiosität des Menschen ausnutzt. Und der Mensch ist religiös. Religiös heißt einfach, dass der Mensch versucht, eine Verbindung zu Gott aufzubauen, dass der Mensch von sich aus versucht, zu Gott zu gelangen. Das bringen alle Religionen haben das gemeinsam, dass der Mensch aufgefordert wird, zu Gott hinzukommen. Und so ist es dann eben teilweise auch in diesen christlichen Sonderlehren, dass der Mensch noch etwas dazu tun muss. Bibel ja, Gott ja, Jesus Christus vielleicht auch ja, Erlösung aus Gnade vielleicht noch, aber du musst noch dieses tun, du musst noch das tun. So ging es auch diesen Galatern, von denen ich eben vorgelesen habe. Auch sie hatten ja gesagt zur Gnade, aber ihnen wurde gesagt, aber du musst noch das alttestamentliche Gesetz halten, um errettet zu werden. Und dieses, die Bibel und, das ist genau die Verführung, das ist genau die Gefahr. Und all das bringen die Sekten, wie gesagt nochmal, ich möchte keinen persönlich angreifen, ich verabscheue niemand und hasse niemand und lehne keinen ab, sondern ich lehne lediglich diese Lehre ab, weil es Dinge sind, die zur Bibel hinzugedichtet wurden. Und Jesus Christus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also die Wahrheit ist eine Person, darüber rede ich auch in einer anderen Botschaft. Die Wahrheit ist Jesus Christus selbst und alles, was neben dem Herrn Jesus noch dazu gedichtet wird, an Dingen, die der Mensch zu halten hat, an Gesetzmäßigkeiten oder an falschen Regeln in falscher Weise. Das ist hinzugedichtet und das ist eben das, wovon der Paulus warnt.
Er schreibt ja hier in Vers 6, spricht da, es gibt kein anderes Evangelium. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg, zu Gott zu kommen. Das sage ich nicht, weil ich hochmütig bin, weil ich stolz bin oder irgendwie hier irgendeine Religion oder einen Glauben verteidigen will auf Gedeih und Verderb, sondern mir geht es darum, dass ich die Wahrheit sage, weil ich die Wahrheit selber erfahren habe, weil sie mich frei macht, weil sie mich von Sünde frei macht, von Gefangenschaft frei macht, weil ich mich freue darüber, dass Jesus Christus dort am Kreuz sein Leben für mich ausgeschüttet hat, dass ich mit Gott in Verbindung kommen kann. Und das ist der Unterschied. Christus gibt sein Leben für mich, er kommt auf mich zu, nimmt mich zu sich. Ich muss nicht von mir aus zu ihm kommen, ich kann es auch gar nicht. Was hat der Mensch? Der Mensch hat nichts, womit er selbst zu Gott kommen kann. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist es der Bibel, ist es dem Paulus so wichtig, davor zu warnen, vor anderen Evangelien, das heißt vor anderen Botschaften, vor anderen vermeintlichen frohen Botschaften. Es gibt keine andere. So gibt es auch keine Sonderlehre. Wie gesagt, kein Sabbat, keine Gebetsvorschriften in irgendeiner Form, keine besondere Taufe ist notwendig. All die Dinge, die der Geist Gottes uns sagt, wo wir Sünde haben, wo wir uns verändern sollen, die wirkt der Geist in uns. Aber das sind keine von uns gemachten Dinge. Das ist nichts, was wir selber tun könnten oder tun müssen. Der Geist Gottes weht, wo er will. Er wirkt, wo er es für richtig hält. Und er will auch dich verändern. Er will dich nicht zu einem Sklaven, einer Religion machen, sondern er möchte dir Freiheit schenken. Er möchte dir ein reines Gewissen schenken. Er möchte dich von Sünde frei machen. Denn jeder Mensch ist von Geburt an ein Sünder. Das habe ich mir nicht ausgedacht oder ausgesucht. Es ist so. Guck dir einfach nur mal die 10 Gebote an. Es gibt keinen Menschen, der nicht gegen eines dieser Gebote verstoßen hat. Und wenn er nur in Anführungszeichen in Gedanken verstoßen hat oder in Worten, so hat er doch verstoßen gegen die 10 Gebote und ist folglich ein Sünder und braucht Erlösung. Das müssen wir uns eingestehen. Wir sind von Gott getrennt von Natur aus und Gott möchte diese Gemeinschaft zurück. Aber er möchte sie durch diese klare, reine Botschaft, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist 3 Tage später und dass er Vergebung der Schuld und ewiges neues Leben gebracht hat. Und das hat er alleine getan. Nochmal, das hat keine Religion. Dazu brauche ich kein Buch Mormon, dazu brauche ich keine Sakramente, brauche keine neuen Apostel heutzutage, keine Stammapostel, ich brauche keinen Sabbat. Nein, ich brauche nur Jesus Christus. Ich brauche diese Wahrheit. Und das ist das, was möchte ich hier nochmal klarstellen. Das ist meine Botschaft heute Abend. Jesus Christus alleine, die Bibel alleine, Jesus Christus und die Bibel und Gott, das sind austauschbare Begriffe letzten Endes. Das Wort Gottes ist Gott und Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und das ist das Wesentliche. Das ist die zentrale Botschaft. Und ich bitte dich, lass dich nicht gefangen nehmen, lass dich nicht täuschen. Es gibt genügend Irrlehrer, die auch im Internet unterwegs sind. Ich muss davor warnen. Das ist meine Verantwortung. Ich möchte davor warnen. Wie gesagt, ich lehne keinen Menschen ab. Ich hasse keinen Menschen. Ich rufe nicht zu irgendeiner Gewalt gegen Menschen auf oder dazu, irgendwie jemanden auszulöschen oder zu vernichten oder jemanden fertig zu machen, wie das leider vorkommt. Aber ich möchte das ausdrücklich nicht tun. Ich möchte dir sagen, Jesus Christus liebt dich. Und das ist die Botschaft. Und keine andere Botschaft gibt es. Kein anderes Evangelium. Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er alleine. Tschüss.